Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu Exeter City. Ich hatte gerade richtig mega Bock, weiterzuspielen. Ich habe mir gerade ein paar alte Folgen angeschaut, um Folgentitel zu finden. Und außerdem habe ich am Thumbnail gearbeitet für die neue Saison, die ihr schon seht. Da bin ich schon ein paar Tage am Arbeiten und jetzt dürfte es dann ziemlich final fertig sein. Das Thumbnail gefällt mir übrigens sehr gut. Ihr könnt ja auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob es euch auch gut gefällt. Mir gefällt das einfach, mag das sehr gern. Thumbnails zu erstellen, werdet ihr vielleicht ja schon merken. Und mit dem neuen Programm, mit dem Affinity, läuft das echt gut. Also danke der Beißler, wenn er das hier hört, an der Stelle nochmal fürs Empfehlen. Tolles Programm und macht viel Spaß, damit zu arbeiten. Damit kann ich halt meine Kreativität richtig geil ausleben. Bisschen besser als mit Paint, was ich bisher hatte. Oder GIMP. Ja, davon abgesehen, heute alleine. Grüße an den Dago. Die ersten 7 Folgen haben wir gemeinsam gemacht. Da hat er Urlaub, jetzt hat er wieder keinen Urlaub. Und ich hatte einfach Bock zum Weiterspielen. Und wollte euch außerdem auch so ein bisschen was von der Mannschaft zeigen, was sich jetzt so geändert hat zum Ende der Transferphase. Und das werden wir heute machen. Genau, gibt es sonst irgendwas zu sagen? Ultimate Team habe ich auch gerade ein bisschen gespielt, da habe ich wieder gesehen, so, ich habe wieder Bock zu spielen, Bock mit unserer Mannschaft zu spielen. Nicht mit so was Ultimate Team zusammengekauften, sondern mit unserer zusammengekauften Truppe. Aber von den Leuten, die ich halt wirklich will und mit denen ich weitermachen möchte. Zum Großteil. ja. Mir fällt gerade auf, ich habe mich noch nicht endgültig zu etwas entschlossen. Ich glaube, so sagt man es richtig. Aber fangen wir mal einfach an. Fangen wir mal an in der Jugend, beim Jugendstab. Achso, da passiert nichts. Die sind noch unterwegs. Schauen wir uns mal die Jugendakademie an. Sortiert nach Potenzial. Wir haben den Vladimir Lescu. Der wird richtig cool werden, glaube ich. Ist aber erst 15. Kann aber sehr bald 16 werden und ich habe schon ein bisschen vorlaufen lassen. Der wird in einem Monat circa 16. Das heißt, in ja, 3 Wochen in etwa wird uns der helfen und wird zur Verfügung stehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Eine tolle RV-LV-Alternative. Er ist Linksfuß und sein schwacher Fuß hat 4 Sterne. Sprintgeschwindigkeit ist gegeben. Ausdauer ist auch schon vorhanden. Für einen Jugendlichen ist das schon mal ganz nice. Aggressivität haben wir da. Ruhe ist hier. Abfange mit 58. Ja, Stärke passt auch. Reaktion, könnte doch ein bisschen wacher sein. Flanken mit 57 auch schon gegeben. Grätsche 64. Kurzer Pass 67 auch sehr schön. Langer Pass haben wir da. Faire Zweikämpfe 65 ist auch super. Defensives Bewusstsein 68. Ja, Ballkontrolle 63. Der ist schon richtig gut, Leute. Also ich glaube, da haben wir jemanden, der uns sehr gut weiterbringen kann. Vom Potenzial wissen wir noch nicht genau. 76 bis 90 kann alles sein. Kann sein, dass er im Endeffekt dann 76 hat, kann aber auch sein, dass er 90 hat oder irgendwo in der Mitte drinnen. Aber ja, auf jeden Fall, für jetzt wäre das eine interessante Steigerung. Wir haben ja noch auf dieser Position den Sweeney und wir haben ein Angebot bekommen für Sweeney. Das ist jetzt die Sache, die ich gerade überlege. Brentford ist daran interessiert, Sweeney zu leihen mit Kaufoption. Aber wir wären jetzt dann Monat in etwa oder in 3 Wochen ohne RV. Das ist vielleicht doof. Also ohne RV-Ersatz. Aber kommen wir erstmal zu unserer Mannschaft. Schauen wir uns die mal an. Wir haben da einiges gemacht. Ihr habt es vielleicht ganz am Anfang schon gesehen. Exeter City. FC Seoul akzeptiert 3,6 Millionen Angebot für Kim Jin-ja. Und den wollte ich unbedingt haben. Den wollte ich schon so lange haben. Und Birmingham erfüllt Wünsche von Exeter für Ivanason. Ja,
Tut mir immer noch ein bisschen weh. Ich habe da auch mit unserem Chairman, mit dem Dago, eifrig gewhatsappt und ihm immer wieder den aktuellen Wert geschickt. Denn Birmingham hat sich gemeldet. Von uns aus hätte man ja nicht gehen lassen, aber Birmingham hat sich gemeldet und hat ein tolles Angebot auf den Tisch gelegt für Ivanason und wir waren uns ja nicht sicher. Und auch mit Dago habe ich hin und her überlegt. Ivanason ist einer, den wir halt von Beginn an haben. Und den ich immer ganz cool fand, hat sich halt nicht so geil entwickelt, wie ich gern gehabt hätte. Und ich habe halt in den Spielen oft gemerkt, wenn ich jetzt Fröhlich hatte und Jones, gerade in dem Finale zum Beispiel, was ich mir jetzt gerade wieder angeschaut habe für die Analyse, habe ich halt gesehen, da wollte ich weder Fröhlich noch Jones auswechseln, weil halt beide für mich höher gerankt waren als von Moss. Oder als Ason. Und habe dann irgendwie gemerkt, Moment, ich mag den nicht austauschen, da muss irgendwas sein, vielleicht finde ich den nicht ganz so geil. Und ja, so ist es im Endeffekt. Ich vertraue ihm nicht so hundertprozentig, wie ich es zum Beispiel bei Fröhlich oder bei Jones machen würde. Und dann kam ein gutes Angebot rein und dann dachte ich mir, come on, dann erfüllen wir das. Schweren Herzens, wie gesagt, weil er eigentlich ein gutes Potenzial hat und von Beginn an dabei ist, auch nicht teuer war, vielversprechend, wie gesagt, aber ja, muss manchmal auch sein, dass man sagt, man geht auf die nächste Stufe und da können halt nicht alle mitkommen. Bei ihm sehr schade, bei anderen fällt es mir relativ leicht oder leichter, mich da zu trennen von denen. Genau, und dann schauen wir uns mal die Transfers an. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon mit dabei wart bei den Transfers. Ich glaube, ein paar noch nicht, weil ich sehe hier 31.8., 30.8. Ich glaube, die kennt ihr noch nicht. Ja, genau, da haben wir den Ivanason zu Birmingham City. Das heißt, auf die werden wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder treffen. Ich glaube gerade nicht, dass die in unserer Liga sind. Ich glaube, einer weiter oben, glaube ich. Aber der wird definitiv spielen dürfen bei denen. Also würde mich echt überraschen, wenn nicht. Und dann sehen wir ihn wieder. Und was immer schade war, dass er kein Spielerbild hat. Da muss ich echt sagen, da bin ich gut, Grafikhure kann man nicht sagen, aber Detailhure. Ich mag das einfach nicht, wenn einer so gar kein Spielerbild hat. Das macht es so ein bisschen unpersönlich. Und ja, ist halt so. Ja. Genau, also viel Spaß, viel Erfolg, Ivanason auf jeden Fall. Wir sehen, wir haben 3,9 Millionen bekommen. Für ihn war es auch toll. Also 2,8 Millionen war er wert. 3,9 haben wir bekommen. Für ihn war es super, weil gehaltstechnisch ist er aufgestiegen von 390 Euro auf 3.200. Hat sich gut entwickelt bei uns und kann jetzt, wie gesagt, bei großen Clubs spielen. Ist eine Liga, glaube ich, eben weiter oben. Und das wird ihm auch sehr gut tun. Also für beide ein guter Deal, würde ich sagen. Den Kim Jin-ja, der ist von FC Seoul gekommen zu uns. Den wollte ich seit Beginn, also seit knapp nach Let's Play Start, als ich den Kim Seung-yoon verpflichtet habe, habe ich mir gedacht, eigentlich, dass Kim Jin ja noch cooler wäre, hat aber kein Geld mehr. Dann in der Winterpause hatte ich, glaube ich, auch kein Geld und jetzt sind wir halt wieder in der nächsten Pause. Und da hatte ich dann eigentlich auch einen anderen verpflichtet für Linksmitte, nämlich den McGree, weil er einfach so phänomenale Werte hatte und sich so zuckerweich spielen hat lassen, dass ich mir dann gedacht habe, ja, nee, doch nicht Kim Jin ja. Jetzt ist es aber so, dass ich mir gedacht habe, der ist ja eigentlich LV und dann setze ich ihn als LV ein. Normalerweise würde ich kein Geld für LVs oder RVs ausgeben, nicht so viel, weil ich finde die Position nicht so wichtig. Aber er hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte ihn seit Ewigkeiten haben. Der ist eine Ausdauermaschine und gerade in diesen Belastungen, die vor uns liegen, ist Ausdauer enorm wichtig. Und mit 93 Ausdauer kann der rauf und runter pesen ohne Ende. Sprintgeschwindigkeit und Antritt ist auch top. Beweglichkeit seht ihr hier, Balance und Aggressivität. Was nicht so gut ist, sind die Abwehrwerte. Das ist, glaube ich, irgendwo bei 60 oder so. Aber er hat doch Potenzial. Und wie gesagt, er ist halt ausdauernd und schnell. Und das finde ich ganz cool. Könnte mir Spaß machen. Er war teurer, also 3.000
Ja, 3 Millionen ist er wert und 3,6 habe ich gezahlt. Das ist schon ein bisschen was, sage ich mal. Gehalt ist auch 2,9 Tausend. Ja, aber ich wollte ihn unbedingt haben und hier ist er. Unser Koreaner Kim Jin. Ja, willkommen in der Mannschaft. Endlich habe ich ihn. Bin gespannt, wenn er sich scheiße spielt, dann ist es halt, dann habe ich den halt seit 1,5 Jahren oder was es jetzt waren, gejagt. Und dann spielt er sich scheiße. Wer sich scheiße gespielt hat und weg ist, ist Orona. Der hat es dann auch so ein bisschen ermöglicht, dass ich einen anderen LV suchen konnte. Den haben wir, der ist 1,4 wert und den haben wir für 2,5 abgegeben. Auch an Cardiff, den könnten wir auch wieder sehen. Gegen den könnten wir auch wieder spielen. Hat sich einfach nicht so geil gespielt und fand ich einfach nicht so cool, den Typen. Und ja, deswegen haben wir uns von ihm getrennt. Gar nicht so schweren Herzens. Also da ist bei Azon war mehr Gesprächsbedarf im Dago da als bei Orona. Marquez, der, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, der ist gekommen, weil wir brauchen doch einen Mexikaner für einen anderen Mexikaner. Und so hat der Marquez den Orona beerbt. Der ist ja auch Mexikaner, er ist aber ein Jahr jünger und er hat all in all ganz coole Werte, auch mehr Ausdauer, Sprintgeschwindigkeit ist okay, Balance, Stärke, kurzer Pass, passt er gut. Er ist ZDM, das finde ich nicht so gut, deswegen wird er RV. Und dann wird sich die Frage stellen, was wir dann mit Kim Jin Ja machen. Der ist ja eigentlich LV, ist aber mit starkem Fuß rechts, wird aber jetzt LV bleiben und wird an seinem Fuß arbeiten, sodass der dann auch wirklich links spielen kann. Der hat nämlich eine lustige Kombination aus RM und LV. Also offenbar wusste der Seoul auch nicht so recht, wo sie ihn einsetzen sollen. Genau, so sieht das aus. Dann haben wir Stärk U geholt. Einen Verteidiger. Wir haben ja einen Verteidiger abgegeben, weil wir eigentlich zu wenig Platz hatten oder weil wir uns gedacht haben, hey, naja, braucht man nicht so wirklich. Und dann sind wir drauf gekommen, scheiße, Doppel- und Dreifachbelastung brauchen wir vielleicht doch einen. Und deswegen haben wir Bakinson damals gehen lassen. Und jetzt haben wir uns gedacht, da holen wir doch einen Schweizer. Und wenn einer Leonidas heißt, dann kann es ja nur gut sein, einen Leonidas in der Abwehr zu haben, ist nie verkehrt. Jeder, der 300 gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Bester Film ever. Genau, und der Stergiou 1,81 ist jetzt nicht besonders groß, aber schöne Sprungkraft, schöne Stärke, defensives Bewusstsein, alles vorhanden, ist auch nicht so langsam. Und haben wir bekommen für 3,4 Millionen ist unter Marktwert. Der hat noch Hammerpotenzial. Ich glaube, der hat das 87 oder so. So wie der Marquez, der hat auch ein tolles Potenzial. Und genau, deswegen haben wir den Stergiou geholt. Der hat leider wichtig im Vertrag. Das ist so ein bisschen doof. Es wird dann eine Sache sein, ob er wirklich wichtig ist oder ob er sich wohlfühlt bei uns. Aber wir haben ihn unter Marktwert geholt. Und ja, notfalls kann man auch nochmal verleihen oder verkaufen. Also, das geht ja alles. Dann haben wir den Lahne geholt. Am 9.8. Ne, war es ja schon vielleicht dabei. Einen Schweden. Jack Lahne, den anderen, die andere Pace-Hure, nenne ich sie mal. Neben Ricky J. Jones haben wir jetzt einen zweiten Schweden neben Nils Frölin. Mit Hammerantritt, Geschwindigkeit, Werten, Ausdauer ist auch okay. Und der wird unser neuer Motor. Stattdessen seht ihr schon, das war eine Null, ein 0-zu-0-Geschäft von Moss raus und Lahne rein, weil von Moss hat nie so überzeugt, hat mich nie so begeistert. Und deswegen musste der gehen. Und ein Schweizer kam und der andere ging. Ja, und dann haben wir den, die haben wir schon gehabt. Magnani, der ist jetzt zur Leier gegangen. Das ist der Buffon Region. Pena ist auch zur Leier gegangen nach Türkei, glaube ich. Schoma verliehen. Arias ist gekommen für Kalata. Gluschewicz ist gekommen und verliehen worden. Cosgrove, den haben wir uns gegönnt. Davor sind wir so ein Ju losgewonnen, Fofanas an Regen von Valbuena. Rivero haben wir uns auch gegönnt. Regen für Baldana oder wie er heißt. Sparks, den haben wir gehen lassen. Deswegen ist auch wieder da hinten Platz geworden.
Gardiol, unser neuer Abwehrchef, der kam von Dynamo Zagreb. Bakinson ging eben nach Ostende. Wahid Fagir mal wieder verliehen. Kim Seung-jung, den sind wir nach Mainz losgeworden. Auch schade, war auch ein toller Typ. Hat auch Spaß gemacht, den zu sehen. Aber Potenzial war halt leider am Ende. Und ja, ist genau im richtigen Alter, dass wir da noch richtig schön was rausschlagen können. Cantu, von dem wäre ich auch nie ein Fan. Ab zu den Rangers. McGree, von dem erwarte ich mal richtig viel. Der kam von Birmingham City. So schließt sich der Kreis. McGree, der von Birmingham kam. Und Ivan Asson, der jetzt zu Birmingham ging. Halt eine andere Position, aber mit denen lohnt sich Geschäfte zu machen, sage ich mal. Und was wir gemacht haben, ich habe die Leihe aufgehoben von Echari. Das war mit in der Diskussion mit dem Dagome, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt den Asson gehen lassen, dann haben wir ja wieder zu wenig Stürmer. Wir können uns ja mal an der Teamzentrale anschauen. Und dann haben wir gedacht, schau mal, wer verliehen ist. Ah, sieh an, Echari ist verliehen. Ja, dann rufen wir halt da die Leihe zurück. Dann ist er als Ersatzspieler, er will ja auch nur Rotation, das heißt für ihn dürfte das okay sein, die fünfte Geige zu spielen quasi. Das heißt, wir haben Folding auf Nummer 1, Jones versus Cosgrove wird so die Frage sein, wer Nummer 2 ist. Der andere ist eben ein Dritter, Lane auf der 4 und Echari auf der 5. Mittelfeld hat sich auch ganz gut ausgedünnt, finde ich. Da haben wir auf der rechten Seite natürlich Williams als einer der letzten Verbleibenden der Ursprungsmannschaft von Exeter. Und wenn wir jetzt eben sagen, Sparks darf gehen, dann ist er wirklich der Letzte, den wir noch haben. Enriquez, das ist der Backup. Und Wen ist auch der Junge aus China. Der Junge aus China klingt wie der Junge aus Flandern. Der Junge Backup. Baganas verliehen, Schoma ist verliehen, Chilvers, der macht sich richtig gut auf der offensiven Position. Den wollen wir weiter fördern. Diomande noch verletzt, aber in 6 Wochen ist er wieder da. Er hat sich leider zurückentwickelt. Jetzt ist der Chilvers schon gleich gut wie er. Das ist schon schade, wenn er so einen Kreuzbandriss einen so extrem zurückwirft, dass man halt dann von 69 oder fast 70 Stärke dann wieder runter beordert wird und andere sich dabei so entwickeln, dass sie halt den Platz einnehmen können, wie es dem mit der Glatze erging, wo ich nicht mal mehr den Namen weiß. Caprice RV. Ja, genau. Schauen wir mal, was da passiert, wenn der wieder zurück ist. Deng hat ja auf jeden Fall von RM sich umentwickelt zu ZOM, was er auch sehr gut macht. Und ganz neu haben wir geholt den Jon Arias, einfach weil er so günstig war. Und so viel Potenzial hat, dass wir gesagt haben, hey, den wollen wir sehen und da wollen wir mal schauen, wie sich der so entwickelt. Und ja, gefällt mir bisher sehr gut, der Jon Arias. Aber das macht es ZOM technisch nicht einfacher, wen wir da spielen lassen. Auf der linken Seite haben wir ein bisschen Ordnung reingebracht. Fofana haben wir verliehen. Der wollte ja, glaube ich, Schlüsselspieler sein und dann passt es ganz gut, dass der verliehen wird. González spielt bei uns keine Rolle, ist aber zu teuer, um jetzt den Vertrag aufzulösen. Spieler freigeben kostet 35.000, weiß ich nicht. Bin ich unsicher, ist jetzt nicht so, dass er besonders viel verdient. Wenn wir uns die Finanzen anschauen, ja, 550 ist sein Gehalt. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch irgendwie los. Wäre gar nicht so schlecht. Ansonsten bleibt halt mal da. Und wenn sich alle verletzen, dann hätten wir halt noch einen, der einigermaßen was drauf hat. Dann haben wir Bayram, also auf jeden Fall zuerst McGree. Den haben wir uns ja geholt. War nicht auf Nummer 1. Das war ja Kim Jin-ya, den ich holen wollte. Aber McGree hat sich einfach phänomenal gespielt und ist schön eingeschlagen, ist unser neuer LM. Als Ersatz haben wir den Stefan Barron und der Changhao Deng, der sagt auch, hey, ich hätte auch Bock zu spielen und der hat vor allem diesen Hammer-Effet und hat so schöne Flanken auch drauf, also gefällt mir auch sehr gut. Also das sind die drei Links-Mitte, die um die Gunst spielen werden. ZDM ist ein bisschen dünner. Haben wir nach wie vor nur Süd und Aremo, nachdem wir Rivero verliehen haben. Den kann man auch zurückholen. Und wir haben Marquez,
geholt, aber der ist ja eigentlich für LV oder RV, der Jeremy Marquez. Apropos RV, da haben wir den Pedersen und den Sweeney. LV haben jetzt den neuen Kim Kinja und den Koga. Koga, ich bin nicht so happy da. Vor allem ist der immer so schnell platt. Der ist eigentlich mehr der Innenverteidiger-Typ. Aber da haben wir halt neue geholt und da ist gerade für einen Abwehrchef plötzlich kein Platz mehr. Da bin ich mal am unsichersten, was ich mit dem mache, ob ich den nicht wieder zurückpacke auf seine angestammte Innenverteidigerposition. Dann ist es halt nur die Sache, dann wird er sich battlen mit Gardiol, den wir neu geholt haben. Einfach weil der so ein Schnäppchen war und so gute Werte hat. Dass wir gesagt haben, den können wir nicht liegen lassen, den Josko. Und deswegen wird das sehr stark die Frage sein. Beide Schlüsselspieler in der Innenverteidigung, weil dann hätten wir halt eigentlich keinen Platz, um Leute weiterzuentwickeln. Zum Beispiel den Tlom, der auch wichtig im Vertrag hat. Den Leonidas, den wir uns neu geholt haben, der auch wichtig im Vertrag hat. Grischtewitsch haben wir gehen lassen, verliehen. Der hätte ja auch wichtig gehabt. Pena ist auch verliehen, einfach weil er nicht spielen wird, wenn ich mal so den Kader anschaue. RB haben wir für Rotation, Hoffmann haben wir für sporadisch, Akban ist als Rotation. Da haben wir, glaube ich, auch die Leier abgebrochen, wenn mich jetzt nichts täuscht, weil der könnte auch RV-Ersatz spielen. Das ist vielleicht ganz praktisch, gerade wenn wir dann sagen, Sweeney geht, dann hätten wir vielleicht noch den Akban so als RV-Notlösung. Genau, das heißt, da wird sehr stark die Frage sein, da weiß ich es noch nicht, was ich da mache mit Koga. Aber Kim Kinja zu haben, da als Ersatz ist sicher nicht verkehrt. Oder als der dann die Position fix übernehmen wird. Und im Tor Obata und Basunu und Magnani haben wir verliehen. Das heißt, den könnte man auch jederzeit zurückholen. Genau. Basunu ist sogar happy. Hab ein bisschen was angepasst. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, bei Basunu, dem steht irgendwie diese lange Hose besser, finde ich. Ja, jetzt hat er eine lange Hose. Obata hat mittlerweile goldene Schuhe. Der ist mittlerweile beidfüßig, was auch hammergeil ist. Hat sich den goldenen Latschen verdient und schaut auch besser aus damit, finde ich. Hat neue Handschuhe. Ganz kurz hat man es gesehen. Die passen auch ganz gut zu seinem Oberteil. Richtig fashionmäßig unterwegs. Kimchen, ja, hat Handschuhe. Ich glaube, die hat er schon. Und was ich noch geändert habe, ist bei Guardiol. Genau, dem Guardiol habe ich solche gelben. Hier seht ihr es vielleicht ganz kurz, bevor er seine Hände verschränkt, weil er sich schämt. Guardiol hat jetzt solche gelben Armbänder, so auf die Art. Ich bin mal gespannt, ob ihn das ein bisschen auffälliger macht. Außerdem so gelbe Schuhsachen, aber das wird man eh nicht so sehen bei den Stutzen. Denn ich habe den ja oft verwechselt mit Hoffmann zum Beispiel und habe ihm auch außerdem lange Ärmel gegeben. Also vielleicht dient das dann besser zur Unterscheidung. So, wenn ich sehe, ja, irgendwas Gelbes flimmert da durch, dann weiß ich, okay, das ist Gardiol, noch bevor ich halt dann den Namen sehe. Genau, einfach so ein bisschen was herumgespielt, was die Erscheinung betrifft. Und ich bin drauf gekommen, ich hatte gedacht, dass der durchtrainierteste in der Mannschaft der Aremu war, weil der einfach so ein so eng anliegendes Shirt hat, aber das kann man einfach einstellen. Und von dem habe ich mir gedacht, wer, wenn nicht er, kriegt Frohling natürlich auch so ein eng anliegendes Shirt. Das zeigt, wie powerful der ist. Das haben die ganz großen Stars ja auch. Und ja, Frohling ist ein ganz ein großer Star. Also hat er auch ein neues Outfit bekommen. Ja, um was man sich nicht alles kümmert. So, was machen wir jetzt, liebe Leute? Wir haben dieses eine Angebot da liegen von von Sweeney, unserem vorletzten, den es noch gibt, der noch im Club ist. Von Brentford, glaube ich, müsste das sein. Das heißt, Brentford ist, ja, da steht es eh, könnte in unserer Liga gerade aktuell sein. Das heißt, den könnten wir wieder sehen. Sweeney ist an sich einer, der sich nicht mehr entwickeln kann. Sein Gehalt von 2000 ist vorhanden auf jeden Fall.
kann sie nicht mehr entwickeln, den hätten wir einfach als Backup genommen. Jetzt ist halt die Sache, dass wir da in der Verteidigung jemanden haben in der Jugend, der eigentlich schon besser ist als er, der halt in einem Monat dazustoßt. Jetzt ist nur die Frage, wie wir diese Doppelbelastung dann wegstecken werden, weil wir dann LV gerade aktuell Kim Jin-ja haben und der Koga, der ist jetzt schon wieder angeschlagen und jetzt schon wieder platt. Auf der anderen Seite haben wir Marquez und Pedersen. Und wen wir halt dann noch hätten, wäre der Akban, der halt so ja, rechts auch mitmachen könnte, sagen wir mal so. Was hat der für Flanken? 60, ja, geht sogar. Geht sogar. Aus der 78 geht auch. Ja, gar nicht so verkehrt. Ja, das heißt, man könnte das schon auffangen, wenn wir jetzt sagen, wir lassen den Sweeney gehen und ich meine, das Angebot ist nicht so verkehrt. Deswegen machen wir das einfach. Sweeney. Verhandeln. was hat denn der für ein Marktwert? 700.000. Verhandeln wir mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwas rauskriegen können. Sebungs, die Folge nähert sich schon wieder dem Ende. Ich wollte heute zwei Spiele machen, aber naja. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, mal euch zu zeigen, wie die Mannschaft gerade aktuell so dasteht. Und dann haben wir das abgeschlossen. Ist auch für mich interessant zum wieder nachverfolgen. Ich habe ja mir eine Ex-Liste gemacht mit all meinen Leuten. Und da wusste ich zum Beispiel auch bei der Jugendmannschaft jetzt nicht mehr, wann kam wer dazu, welches Potenzial hatte derjenige und wann hat sich der wie entwickelt. Und das ist dann ganz interessant, das wieder nachzuschauen und zu sehen, ah, damals hatte er da diese Stärke und jetzt hat er diese Stärke. Also ja, ganz gut, das festzuhalten und für euch, um es nachzuverfolgen. Gerade weil ich dieses Mal es ein bisschen anders gemacht habe als in der Vergangenheit, wo ich viel hergezeigt habe und jetzt haben wir gedacht, ich weiß nicht, wie spannend das ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jede Vertragsverhandlung sehen wollt, wie hier jetzt zum Beispiel, wo wir dann so herumstreiten und hier du nimmst mehr und du weniger und nee, das passt aber nicht, komm, lass uns nochmal verhandeln und so, weiß nicht, wie spannend das ist, deswegen haben wir uns gedacht, diesmal, wir zeigen euch dann einfach das Ergebnis, dafür dient diese Folge. So, das hat mal geklappt. 75% des Gehalts übernehmen die. Und Transfersumme. Was meint ihr? 67, machen wir 860 oder 850? 860? $8,50 und diese 4%? Ja, passt. Gut. Dann viel Spaß, Weedy. Wenn es noch über die Bühne läuft, weil wir sind ganz knapp vor Ende. 6 Stunden noch in diesem Transferfenster. Wir haben ordentlich Geschäfte getätigt. Hätte mir nicht gedacht, dass es so ein Busy Transfer Window, sagt man in England, so ein geschäftiges Transferfenster wird. Wie es dann im Endeffekt war, mit so viel An- und Abgängen. Das Bild werdet ihr übrigens kennen. Das ist unser neues Thumbnail. Und es sieht super geil aus, finde ich. Das sieht einfach cool aus. Das habe ich gesehen und habe gedacht, muss ich nehmen. Frühling ganz vorne. Und ja, dann in der Reihenfolge, glaube ich, der aktuellen Stärke sind die dann aufgelistet. Sweeney wurde ausgeliehen. Ein Jahresleihe mit Kaufoption. Steht leider nicht da, dass es eine Kaufoption ist. Das ist das, was ich so ein bisschen bekritel. Dass man das halt im Nachhinein nicht mehr sieht. Aber okay. Bei den meisten haben wir da eh sehr stark aufgepasst und geschaut. Brauchen wir die nochmal? Dann werden wir keine Kaufoption anbieten. Transferangebot für Bayram. Cardiff City. Die haben sich doch gerade schon wen geholt, oder? Cardiff City möchte Bayram holen. Für 2,9 Millionen könnten wir rausholen. 2,1 ist er wert. Okay, das werde ich ablehnen, denn das klappt auch nicht mehr.
Werde ich ablehnen, weil solche letzte Stundentransfers klappen nie. Hat man noch eine Stunde und wenn ich jetzt vorlaufen lasse, ist ja diese Stunde vorbei, das Transferfenster ist geschlossen und die brauchen ja meistens 2 oder 3 Stunden, um sich einig zu werden mit den neuen Clubs. Das heißt, ich würde jetzt sagen, hier geh und dann heißt, nee, doch, der bleibt doch da. Oder es wird so getriggert, dass er da zum nächsten Transferfenster geht und dann hätte ich ihn ein halbes Jahr an der Backe, weiß eigentlich nicht, was ich mit ihm tun soll, weil spielen lassen kann ich ihn ja nicht, weil er eh woanders hingeht und sich dann für einen anderen Club entwickelt. So, ja, doof, deswegen auf jeden Fall nein in dem Fall. Eine Stunde haben wir noch vor Transferfenster. Wäre es früher reingekommen, wäre ich stark am Überlegen gewesen. Wegen Bayram, weil wir ja Alternativen haben und er nur Ersatz wäre, aber auch hier einer, den ich ins Herz geschlossen habe. Sehr geehrter Herr Halber, wir als SCO Avenger Vorstand, Angus Avengers, möchten hiermit die Trainerposten in unserem Verein anbieten. Nachdem wir die Entwicklung bei Exeter längere Zeit aufmerksam verfolgt haben, sind wir zum Schluss gekommen, dass sie hervorragend dazu geeignet sind, unseren Verein weiter nach vorne zu bringen. Wir sind bereit, ihnen ein wöchentliches Gehalt in Höhe von 16.000 zu zahlen. Wir würden uns freuen, in der Sache bald von ihnen zu hören. Aha. Und Frühling Brighton. Brighton. Witzig. Witzig. Brighton and Hoof, gegen die haben jetzt schon so oft gespielt und jetzt wollen sie den Frühling haben, haben uns eine Ablöse von 9,4 Millionen in Tausch gegen Nils Frühling und Ben White angeboten. Alle Details finden sie bla 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 bla. Nils Frühling, schauen wir uns mal den Tauschspieler an, wahrscheinlich ein 30-jähriger Sack, der, naja, okay, gar nicht so schlecht. Wert 15,5 Millionen? Ich denke jetzt nicht ernsthaft drüber nach. Vor allem ein Innenverteidiger für einen Stürmer. Aha. Defensives Bewusstsein ist nicht verkehrt. Faire Zweikämpfe sind auch nicht verkehrt. Ausdauer ist vorhanden. Aggressivität gibt's. Stärke ist auch da. Ja, du auf die Wunschliste packe ich den auf jeden Fall mal. Den Ben White. 76. Krass, ja. Der wird Stammspieler wollen. Jetzt habe ich aber erst einen geholt, der echt gut ist. Aber ja, why not? Ben White? Mhm. Aber ne, definitiv nicht gegen Frühling. Aber definitiv nicht. Da wollte ich jetzt schon das Versehen annehmen. Nein, ich gehe auch nicht woanders hin. Natürlich nicht. Wir machen da keinen Journeyman oder irgendwas. Ich bleibe bei unserem Exeter City Club. Ich habe den schon so ins Herz geschlossen mittlerweile. Nee, 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 nee. Das lehnen wir ab. Herzlichen Dank dafür. Auch wenn der Ben White kein schlechter ist. Normalerweise werden uns immer irgendwelche 30-jährigen Säcke angeboten. So hier, guck mal, der könnte dir auch gefallen. Aber nee. Weil Warwick, der begehrte Trainer. Ja, vor allem mit unserer Friese. Auch mal überlegt, uns in Sampne rein zu basteln, aber irgendwie passt das da nicht so, weil, weiß nicht, wenn man Sampne sieht, muss man auf einen Blick, finde ich, erkennen, worum es geht. Und das sieht aus wie ein alter Mann, der im Trainingsanzug rumläuft. Das könnte dann auch GTA sein und hat eigentlich nichts mit FIFA so recht zu tun. Es ist doch schön zum Abschluss, oder? Weil Warwick entwickelt sich immer mehr zu einem hochgehandelten Mann in der Welt, der Fußballtrainer. Derzeit macht er sich durch seine Arbeit bei Exeter City unsterblich. Einen Namen. Und dieser Name steht für Attraktivität. Oh yeah. Steht für attraktiven und erfolgreichen Fußball. Er scheint ein Händchen dafür zu haben, Teams darauf zu trimmen. Jetzt könnte er auch als Nationaltrainer glänzen. Was? Echt? Die beste Chance, weil Warwick auf die nationale Bühne zu locken ist, ihn bei Exeter zu lassen. Hat derzeit wohl Neuseeland. Dort sucht man nach einem neuen Mann. Der Fußballverband Neuseeland ist bekannt. Nachdem Ungarn, Bolivien, Finnland. Nee. Schweden wäre vielleicht cool mit Mies Fröhling und mit Jack Lane. Haben wir ja mittlerweile ein paar schwedische Stars bei uns. Also, wenn die Schweden anklopfen, wäre das schon ganz lustig.
Was haben wir denn so für Nationalitäten? Wir hatten eine Zeit lang sehr viel Rumänen und Mexikaner. Hat sich aber, glaube ich, geändert. Wir haben Japan, Italien, Irland, Korea, Japan, Südafrika, Kroatien, Polen, Mexiko, Schweiz, Niederlande, Nigeria, Deutschland, Norwegen, Irland, Rumänien, Uruguay, Nigeria, Mexiko, Frankreich, China, Mexiko, Rumänien, Australien, Elfenbeinküste, England, Kolumbien, Südafrika, China, Südafrika, Spanien, China, England, England, Schweden, England, Dänemark, Schweden und Spanien. Ja, durchaus durchgemischt. Noch ein paar Mexikaner, die wir haben. Interessant. So, liebe Leute, das war's jetzt aber. Bevor wir Papa John's Trophy spielen, werde ich hier mal einen Cut machen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Sehr schön, wir sind wieder schön ausgeruht, alle. Die jetzt spielen werden. Kim Jin-ja kriegt sein Debüt. Ichari kriegt sein quasi Debüt, weil er wieder verliehen wurde. Nicht, dass er dann rumnörgelt, ich hatte Debüt und darf gar nicht spielen. Lassen wir den auch ran. Und ansonsten sieht es sehr vertraut aus. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Und da würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Eine kleine Folge, wo wir mal auf den Kader eingegangen sind. Gerne in die Kommentare, wie er euch gefällt. Ob ihr auch schon genauso gehypt seid wie ich auf die Saison mit unseren coolen Mannen, wo der schlechteste 67 im Moment ist in der Stammelf. Aber der ist ja auch eigentlich der Stammelf. An sich von der Stammelf ist der schlechteste 69. Nice. Das ist auch mal eine schöne Zahl. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Exeter City gegen Warsaw im Papa John's Cup. Bis dann. Ciao.